Hey Leute, heute für euch die 6 dümmsten Waffen aller Zeiten. Los geht's! Nummer 6. Panzerabwehrhunde. Während des Zweiten Weltkrieges hat die sowjetische Armee Hunde dazu ausgebildet, mit Sprengstoff beladen unter feindliche Panzer zu laufen. Bei Kontakt mit dem Panzer sollte der Sprengstoff den Panzer mitsamt des Hundes in die Luft jagen. Allerdings bekamen die Hunde auf dem Schlachtfeld Angst und liefen zurück ins eigene Lager. Dabei passierte es, dass sie mit den eigenen Truppen zusammenstießen und diese statt dem Feind sprengten. Selbst schuld. Nummer 5. Das Entenfußgewehr. Mit 4 Läufen in verschiedenen Richtungen konnte der Schütze 4 Ziele gleichzeitig angreifen. Der Fehler an diesem Gewehr war allerdings, dass keiner der Läufe nach vorn gerichtet war. So konnte man zwar alle anderen treffen, aber nicht den Angreifer, der frontal auf einen zukam. Und weiter mit der 4, die Windkanone. Diese Kanone wurde Ende des Zweiten Weltkrieges in Deutschland erfunden. Die 10 Meter lange Waffe sollte mit einem Windstoß feindliche Flugzeuge im Tiefflug abschießen. Der Druck der Kanone konnte zwar ein 2 cm dickes Holzbrett aus 200 Meter Entfernung zerstören, aber er reichte nicht aus, um Flugzeuge vom Himmel zu holen. Nummer 3. Die Sticky Bomb. Diese mit Klebstoff umhüllte Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg wurde von den Briten entwickelt. Man wollte damit feindliche Panzer bewerfen und die Bomben sollten an den Panzern kleben bleiben. Durch die starke Verschmutzung der Panzer während eines Krieges prallten die Granaten aber einfach wieder ab und konnten nur durch festes Andrücken an den Panzer angebracht werden. Dafür mussten die Soldaten sehr nah an den Panzer heran und hatten anschließend nur 5 Sekunden Zeit, um wieder zu verschwinden. Kommen wir zur Nummer 2, Tauchpanzer. Im Auftrag von Adolf Hitler wurden im Zweiten Weltkrieg Panzer so umgebaut, dass sie weitestgehend wasserdicht waren. Also so etwas wie moderne Amphibienfahrzeuge sozusagen. Mit dieser Flotte wollte er die Invasion Englands vorantreiben. Die Luftzufuhr der Panzer erfolgte über einen 18 Meter langen Schlauch. Leider blieben die meisten Panzer im steinigen Meeresboden stecken und die Soldaten mussten versuchen, den Panzer unter Wasser zu entkommen. Und damit wären wir auch schon bei der Nummer 1. Ballonbomben. Diese Waffe wurde in Japan entwickelt. Im Endeffekt sind es Bomben, die an riesengroßen Ballons hängen. Leider kann man diese Bomben nicht lenken und damit auch kein genaues Ziel anpeilen. Die Japaner starteten 900 Stück davon in Richtung Amerika und Kanada. 300 von ihnen trafen ihr Ziel, doch 2 wehten zurück und schlugen in Japan selbst ein. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch eine positive Bewertung da und teilt dieses Video mit all euren Freunden. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Bleibt gesund. Peace out.